Nein. Nein. Ja. Das ist geil. Das reicht, oder? Ja, was nehmen wir? Kann ich helfen? Würden die gerne anprobieren. Darf ich mal sehen? 8. Tut mir leid, maximal 3 Stücke in die Kabine. Warum? Diebstahlverhütung. Welche 3 waren Sie zuerst? Die 3. Okay, ich hole sie in Ihrer Größe. Die Größe ist okay. Wir sind nicht für uns. Deshalb wollen Sie sie dann anprobieren? Komm. Nicht für uns, schön blöd. Fatih, komm. Wir wissen seine Schuhgröße doch gar nicht. Egal. Hier, 43. Und wenn sie nicht passen, dann tauscht er sie um. Ja, ohne Kassenzettel. Dann sagt er, es war ein Geschenk. Genau. Wir wollen trotzdem wissen, ob die von hier sind. Da, exklusiv, da müssen sie ja von hier sein. Du nimmst den anderen. Wir sehen uns dann am Ausgang. Und die Alarmmarke. Kenn ich den Trick? Tempur. Was das geht nicht nur zum Essen? Tempur ohne A. Das haben sie für Astronauten entwickelt, weil die so lange liegen müssen. Das formt sofort deinen Körper. Ja, also die erste Nacht habe ich kein Auge zugemacht. Aber jetzt, ehrlich, ich weiß nicht, ob ich auf einer normalen Matratze noch schlafen könnte. Mhm. Lorenz kann auf allem schlafen. Nicht ganz billig allerdings, aber gut, schlafen ist schon was wert. Vor allem am Morgen nicht wie gerädert aufwachen. Mhm. Ihr treibt zu wenig Sport, das ist euer Problem. Erstens schläft man danach viel besser und zweitens kriegt man nicht schon vom Schlafen Muskelkater. Mein Lieber, ich jogge 2-mal die Woche. Etwa nicht? Außer wenn du eine Ausnahme machst. Ja, machst auch Ausnahme. Ja, so ungefähr jedes zweite Mal, manchmal auch öfter. Also bitte nur, wenn es ein bisschen spät geworden ist. Das wird es bei uns ja nie. Thomas hat angefangen zu boxen. Boxen? Mhm. Wieso denn das? Ganzkörpertraining. Plus Reflexe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gesund ist. Ja, das Training schon, aber irgendwann will man das ja auch ausüben, wofür man trainiert hat, ne? Ja, dann bist du wie alle Boxer. Austrainierter Body und weiche Birne. Genau. Thomas sollte eine feste Beziehung haben, dann würde er nicht auf solche Ideen kommen. Oder ist er noch mit dem Teenager, wie hieß die noch? Babs. Scheint dir Eindruck gemacht zu haben, diese Babs. Wieso, das ist doch ganz einfach zu merken. Babs. Babs. Hm. Babs hin oder her, es gibt auf jeden Fall Leute, die achten auf ihre Figur, auch wenn sie eine feste Beziehung haben. Jetzt seid ihr mit dem falschen Ei aufgeschlagen. Es wird nicht lustiger, wenn du es zweimal sagst. Und den anderen gefällt's? Ja, die anderen sind höflich. Oh, da kommt ja unser Boxer. Und in den passenden Schuhen. Hallo. Hallo. Bin ich der Letzte? Nein, die Hauptperson fehlt. Lena. Lorenz. Nicht schlagen, ne? Grüß dich. Valentin. Hallo. Hast du den Schuh? Was kannst du besser, werfen oder fangen? Werfen. Einfach hoch genug. Los, mach jetzt. Mach schon. Wirf jetzt. Wirf. Wirf.
Verzeihen Sie, dass ich Sie einfach so anspreche. Ich wollte Sie um einen Gefallen bitten. Was für ein Gefallen? Ja, könnten Sie kurz diese Brille aufsetzen? Ich suche ein Geschenk für meine Tochter. Wie alt ist Ihre Tochter? Sie wird 28. Ja, wenn Sie sich ein paar Jährchen wegdenken könnten. Allzu viele können es nicht sein. Ja, also, gut. Sehr schön. Welche Haarfarbe hat Ihre Tochter? Die gleiche wie Sie. Kann ich behilflich sein? Ja, wir nehmen die hier. Sehr gerne. Und die. Sehr gute Wahl. Danke. Wenn Sie mich dann bitte zur Kasse begleiten würden. Und wenn Sie mir bitte das Geschenk verpacken würden. Sehr gerne. Sind Sie von hier? Ja. Und Sie? Aus Hamburg. Hamburg? Schöne Stadt. So angelsächsisch. Ja, so sagt man. Finden Sie nicht? Ich habe öfter in angelsächsischen Ländern zu tun. Und jedes Mal, wenn ich nach Hamburg zurückkomme, kommt es mir deutsch vor. Also, solange ich denken kann, sage ich auf das Stichwort Hamburg immer so angelsächsisch. Was soll ich in Zukunft sagen? Bleiben Sie dabei. Die meisten sagen Reeperbahn.